Hallo? Er möchte nicht. Er ist schüchtern. Oder findet gerade die Audio-Problem. Oder hat kein Audio-Problem. Audio-Problem. Wir warten noch kurz in einem Moment. Also wenn du gehen solltest, auf jeden Fall hören wir dich nicht. Nur für den Fall der Fälle. Naja, er leuchtet ja nicht mal grün, also ist er nicht mal. Ja, aber es gibt ja trotzdem die Also Möglichkeit, dass manchmal er hilft redet, es. aber Ich kann es nicht ist. reden. Oh, jetzt. Hallo? So. Hallo? Hallo? Hallo, hört man mich? Ja? Ja? Klappt's? Hallo? Hallo? Also, ich wollte sagen, dass ich nicht vegan bin. Also, ich bin ein Frutarier. Ich finde es auch nicht normal, dass man Pflanzen tötet. Also, ich ernähre mich lieber von Obst, das freiwillig von den Bäumen oder Pflanzen trägt, mich davon dann zu ernähren. Weil ich finde es irgendwie grausam, Pflanzen zu töten. Pflanzen haben kein zentrales Nervensystem und dementsprechend können die keine Schmerzen Aber sie empfinden. können trotzdem was spüren. Sie können trotzdem Nee. Wärme spüren. Nee. Doch, sie können Wärme spüren, sie Nee. können den Boden spüren. Doch, können Nee. sie. Das kann ich auch googeln. Ich habe alles schon gegoogelt, denn ich habe nicht den ersten Aktivisten auf der Stage, der mit mir über das argumentiert und debattiert. Und nee, können sie nicht. Das sind einfach nur Reihe zweiter Leitung, aber es ist kein Wahrnehmen, kein Spüren. Also kann ich jetzt auch Insekten einfach töten, weil die spüren ja auch nichts. Doch, die spüren. Insekten Die spüren nichts. können sogar chronische Schmerzen Also keine empfinden. Studie hat das wirklich. Eine Studie hat das wirklich Aber bewiesen. es ist in der Frage, bei Pflanzen ist das nicht in der Frage. Trotzdem brauchen wir Pflanzen, um zu atmen. Ich würde sagen, dass Pflanzen Deswegen essen wir in ja auch einer keine Hinsicht nichts. Bäume, sondern nur das, was wir anpflanzen. Trotzdem finde ich, dass Pflanzen einen Platz hier auf unserer Erde haben sollten und wir sie nicht essen sollten. Ich habe über 65 Zimmerpflanzen mittlerweile, also mit mir musst du nicht über Pflanzen reden. Oder generell über andere Pflanzen, weil man kann sich auch pflanzlich ernähren, Ich ernähre mich wenn man pflanzlich. Vegetarier ist. Da meine ich ja, aber ich will halt keine Pflanzen essen, sondern nur Obst. Wenn es nicht normal, dass man Pflanzen isst. Bisschen komisch. Obst ist auch eine Pflanze. Obst ist ja das Obst, was freiwillig von den Bäumen oder von den Büschen oder von sonst was fällt, esse ich ja. Ich bin ja ein Das Frutarier. Obst fällt dann nicht freiwillig runter, sondern das verdirbt. Und deswegen fällt das darunter. Und nicht, weil es sich denkt, okay, jetzt ist die Zeit gekommen zu sterben. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen Aber ich haben. bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass ich keine Pflanzen esse. Und das irgendwie nicht normal Pflanzen zu essen. Du solltest ein paar mehr Pflanzen essen. Ist sehr wichtig für dich und für deinen Körper. Die Nährstoffe, die du benötigst, um Aber groß zu werden, um gesund zu bleiben. dann kann man doch auch Tiere essen. Nee, Tiere leben ja und die möchten nicht verrecken. Ja, Pflanzen leben ja auch. Ja, aber die haben kein zentrales Nervensystem. Aber sie können trotzdem Sachen spüren. Die haben kein Nervensystem, aber sie können trotzdem Sachen spüren und sie leben. Das ist ein Lebewesen, genau wie wir. Nee, es ist eben nicht eine Pflanze. Ob es jetzt so Obst, Gemüse oder Getreide oder Hülsenfrucht ist, hat kein zentrales Nervensystem, hat kein Gehirn und dementsprechend kann das keinen Schmerz empfinden und ist allgemein nicht empfindungsfähig und ist allgemein eben nicht dazu in der Lage, überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln. Tiere aber schon. Dementsprechend sind uns Tiere sehr wohl, sehr gleich. Also, ja. Ist eine Pflanze ja ein Lebewesen, oder nicht? Ja, richtig, aber keine, die empfindungsfähig Warum? ist und von irgendwas müssen wir uns ernähren. Von Luft und Liebe funktioniert es nicht und alle können kein Frutarier werden. Also heißt, ich soll jetzt in den Wald gehen und Büsche abtreten und alles?
Sie haben ja kein Nervensystem. Nee, du kannst so in den Supermarkt gehen und dich da rein pflanzlich ernähren, denn die Büsche, die du da tottrampeln möchtest, sind ja auch ein Heimplatz für Insekten und für andere Tiere. Also, nee, kannst du nicht. Aber wieso nicht? Die Büsche haben doch kein Nervensystem. Habe ich nicht eben gerade gesagt, dass es ein Heimplatz ist für Tiere? Ja, angenommen, das sind jetzt keine Tiere. Ja, es war nicht schön, das zu machen, ne, weil es halt immer noch lebt und dementsprechend würde ich, weil ich sehr viele Pflanzen zu Hause habe und weil ich Pflanzen mag, es für nicht so schön erachten. Wenn du das machen möchtest, prinzipiell so vom reinen Prinzip her bezüglich der Schmerzempfindung, kannst du es aber machen, weil die ja keine Schmerzen empfinden können. Schön ist es aber nicht. Und es ist prinzipiell halt, wie gesagt, ein Zuhause für Tiere. Also dementsprechend, selbst wenn es keine beinhaltet und du abgescannt hast und da nichts Tierisches dran ist, kein Insekt oder irgendein anderes Tier drin lebt, ist es quasi nichts anderes als eine leerstehende Wohnung, die besetzt werden könnte. Also, ja. Einfach nicht machen. Warum auch? Also, trotzdem finde ich das nicht so gut, zum Beispiel auch bei Pilzen. Leute treten immer über Pilze und alles, aber sie leben ja trotzdem. Pilze sind ja auch Lebewesen. Das ist alles am Leben. Also, das Einzige, was, glaube ich, nicht lebt, sind Steine. Ja, Steine esse ich auch nicht. Steine mache ich auch nicht kaputt. Ja, aber du redest immer wieder von Lebewesen. Es ist mir bewusst, dass es alles Lebewesen sind, aber von irgendwas muss man sich ernähren, weil von Luft und Liebe funktioniert es nicht und von Steinen funktioniert es eben auch nicht. Und dementsprechend müssen wir irgendwas konsumieren. Und warum sollten wir nicht das konsumieren, was eben kein empfindungsfähiges Individuum ist? Also unter anderem B12 ist ja in Erde enthalten. Ja. Und ich mische mal Erde mit Wasser und trinke das dann. Weil du doch eine Kuh bist oder doch ein Schwein bist, das in der Lage ist, diesen Mikroorganismus und Vitamin B12 zu sammeln, melde dich mal bitte beim nächsten Arzt, damit du mal gesundheitlich abgecheckt wirst, ja? Gut, haben wir dann, ne?